Ja, und damit wieder ein herzlich willkommen und zurück hier zu einer der weiteren Folgen hier vom LS17 auf der Winsbach, glaube ich, war es noch, ne? Ja, genau, immer noch mit dem Season Mod. Und in der letzten Folge haben wir ja schon hier hinten Feld 6 soweit eingesät, fertig für die Ernte, also vorbereitet. Ja, und wir wollten natürlich jetzt gleich hier mit dem Feld 5 weitermachen. Wo ich mich jetzt erstmal nochmal positionieren muss, richtig? Dass ich die Ecke hier vorne mitkriege. Nee. Gestrüpp, gestrüpp, gestrüpp. So. Ja. Da fangen wir nämlich jetzt so gleich an, weil das Feld ist auch schon ein bisschen komisch geschnitten, aber das macht nichts. Es ist nicht ganz so groß, das sollten wir relativ zügig hinkriegen. Feld 5. Jo. Und wie gesagt, danach müssen wir halt gucken, wir haben ja noch 11.35 Uhr, also wir haben noch Frühlingstag 1 immer noch und gucken wir mal, inwieweit wir jetzt, wie schnell wir vorankommen oder wie nicht schnell, keine Ahnung. So, jetzt probieren wir mal gerade was. Was natürlich ganz geil wäre, wenn wir jetzt hier wieder mit GPS die ganze Geschichte tackern können, dann wäre man natürlich noch besser. Erstmal wieder GPS an, automatisch, ja, macht er natürlich auf 6,6 und wir gehen hier auf 6,4, dann sind wir auf der sicheren Seite. So, machen wir hier, müssen wir hier weiter rüber hin, ach du Scheiße. So, da hängen wir zwar hier drüben beide nichts, aber naja, gut. So haben wir wenigstens hier drüben alles mitgenommen. Und, so, dann geht es jetzt hier gleich flüssig weiter. Weil wir müssen ja jetzt die guten Tage ausnutzen. Es soll ja schon in 2 Tagen, soll es ja jetzt schon, Regen geben, und das wäre sehr ungünstig für uns. Deswegen, ja, geht's hier fix zügig weiter, dass wir das Feld noch fertig machen. Und dann weiß ich gerade gar nicht, 29:30 müsste ich gucken, ob wir da jetzt auch Weizen drauf packen oder ob wir sagen, wir machen da mal jetzt eine ganze Charge was anderes auf die 12 Felder. Dann haben wir noch Feld 4, haben wir ja auch noch. Da müssen wir gucken. Kann ich jetzt so noch nicht sagen. Und hier hat er sich, hier plackt er sich aber gerade ganz schön mit der Ecke. So. So, zack. Hier müssen wir jetzt immer aber hochwärts, weil sonst haben wir hier hinten wieder Kino. Mit diesem Gedönse da, weil da ist ja hier dieser komische Knüppelberg. Ich hoffe mal, das schafft der hier, ja, sieht gut aus. Dass wir hier immer. Hallo? Was? Ich wollte schon sagen, an was bleibst du jetzt hängen, Junge? Ehrlich? Ist doch nicht dein Ernst. An so einem kleinen Scheißberg kann der nicht hoch, oder was? Ich glaube ja, wo ist. Das Schaller. Na los, Junge, los! Boah, Junge, los. Nicht hängen bleiben, das wäre jetzt ungünstig. Los, zieh, Junge, zieh! Geht doch. Zwar langsam, aber es geht. Tralala, tralala. Dann fahren wir jetzt noch einmal hier runterwärts und dann sollten wir genug Platz haben, um hoch runterwärts fahren zu können, ohne irgendwo hängen bleiben zu
sollen, zu dürfen, zu müssen. Hoffe ich zumindest. Ja, aber hier hast du nämlich immer dieses schöne, diese Deiche, die sie hier gemacht haben. Oder Dämme oder was das sind, die sind zwar schön, aber. Ja, jetzt muss die hier. Jetzt rangierst du hier erstmal wieder, bis du den da hast, wo du ihn haben willst. Und da habe ich sogar eine Ecke vergessen irgendwann. Asche auf mein Haupt, ja, muss ich dann zum Schluss nochmal schnell lernen. Hey, wake up. Ja. Gucken wir mal. Dass wir das hier rechtzeitig und schnell hinkriegen. So, Moment. Da muss ich gleich mal erstmal jemanden hier noch fix antworten, weil das muss jetzt nicht, dass ich hier. So, da haben wir das geklärt. Dann wisst ihr Bescheid. So, genau. Dann machen wir jetzt hier fix alles soweit fertig. Jetzt haben wir ja hier genug Platz, dass wir nicht an den Deichen hängen bleiben. Schaut dann noch privat an. Ja, super. Ja, bringt mir jetzt auch sehr viel, Timo, wenn du mir jetzt privat schreibst. Dann muss ich jetzt nebenbei noch TS. Oh Gott. Ja, muss ich gerne mal lesen, was er geschrieben hat. Weil das ist mir jetzt auch gerade ein bisschen doof. Nebenbei. Aber gut, irgendwie kriegen wir es hin. Irgendwie wird es warm. Gucken wir mal. Irgendwie. So, kurz noch mal gucken. Moment. Ich weiß, ist nicht so schön. So, gut. Nee, nicht eh. Quatsch, bin ich doof. So. So, ein Stückchen zurück. Und dann geht's hier weiter. So, nächste Bahn hoch. Da hat er auch wieder was liegen lassen. Warum auch immer. Verstehe, wer will. Warum hat das nicht mit jemandem mal die kleine Ecke? Komisch. Ganz komisch, die Sämaschine. Nimmt auch manche Ecken nicht mit da. Irgendwie, keine Ahnung. Müssen wir nachher nochmal drüber fahren. Da müssen wir nochmal drüber fahren. Aber das machen wir dann, wenn wir hier halbwegs immer rum sind. Mit dem Ganzen. Und der hat hier ganz schön zu trecken, so wie das aussieht. Aber was soll's, geht schon. Na, jetzt aber nicht. Du wirst mir jetzt hier nicht, aber los, komm Junge. Oh, Alter. Ich sehe schon, komm, der verreckt mir am Berg. An diesem kleinen. Hier ist nicht mal große Steigung. Und der hat schon zu tun. Aha, das ist, ja. Sehr ungünstig, wenn das so wäre. So. So müssen wir zurücksetzen oder wir müssen wirklich hochwärts fahren. Wenn es nicht geht, dann müssen wir dann hier hochwärts die Bahn nehmen. Wenn das andere eben zu schwer ist. Das kann natürlich sein. Das ist ja nun mit dem nicht ganz so ja. Einfach. Ja, werden wir sehen. Also runterwärts geht's schon mal gut. Dann müssen wir halt hochwärts anders fahren. Oder wir müssen das wirklich hochwärts, also anders fahren. Ja, gucken wir mal. Da haben wir schon irgendwie hinkriegen. Ja. Wir gucken da mal. Ne? Also ja, gucken wir einfach, gucken wir. Schauen und wir werden sehen.
wie es wird, wenn er jetzt wirklich hier bei der Sache auch wieder zu tun hat und das nicht hinkriegt, dann müssen wir dann notgedrungen wirklich andersrum fahren. Na, kriegst du es hin, Opa? Ja, geht gerade so. Er hat ganz schön zu kämpfen, der Gute. Aber das Feld ist jetzt zum Glück nicht ganz mehr so groß, also es geht. Es ist alles so ein bisschen, ja, man merkt doch schon, dass es ein bisschen steil bergauf geht. Also leicht, eine leichte Steigung. Natürlich das Gewicht von der Sämaschine. Ich hätte vielleicht vorne noch ein Gewicht dranhängen können. Ach ja, hätte ich tun können. Weil ich sehe schon, der hat schon halb. Ich verhaspel mich schon, halb durchdrehende Räder. Deswegen. Junge, los. Nicht aufhalten, nicht anhalten. Nein, geht er. Ja, Gott, sei es da gedankt. So, gut, okay, dann heißt also für uns, wir müssen doch so rumfahren. Was ich zwar ungern tue, weil es einfach, ja, weil es hier auch nicht besser geht, gerade so wie ich das sehe. Hallo? Los! Och nee, nicht. Ist aber auch ein Krampf mit der Maschine hier. Das will alles nicht so, wie man sich das vorstellt. Los geht's. Ja, ganz schön. Hat wirklich ganz schön zu kämpfen. Hätte ich nicht gedacht, dass das hier so schlimm ist. Da war das andere Feld etwas leichter. Mal sehen, wie das nachher dann mit der anderen Maschine aussieht. Ob das dann dort auch so Krampf wird oder aber da nicht so zu kämpfen hat. Ja, mal sehen. Werden wir schauen. So. Zack. Jetzt haben wir das wieder. Jetzt müssen wir hier wieder. Wie machen wir es? Wir machen jetzt einmal links. Machen jetzt wirklich hoch runterwärts. Also hier so querwärts. Wenn natürlich die Sämaschine sich mal so drehen täte, wie ich das haben möchte, dann wäre das einfacher. So. Vielen Dank, Frau Sämaschine, dass Sie sich mal so drehen, wie ich das möchte. Weil hier runterwärts geht. Hochwärts hat er ganz schön. Da hat er ganz schön zu kämpfen, der Gute. Das ist nicht so toll. Aber was soll's. Kann man ja nicht ändern. Kann ich glaube hier die Ecke noch mitnehmen. Hier da. Nicht mal wahrscheinlich absichtlich, keine Ahnung. Vergessen hat. So, ja, jetzt hat er hier zu trecken wieder. Moment. Probieren jetzt gleich mal, ob er vielleicht die Bahn hier gleich noch nehmen tut. Genau. War schön. Dann sind wir nämlich schneller bei. Wenn wir mal so und so rumfahren. Da schaffen wir das Feld auch noch. Und wir haben noch genug im Weizentank drin. Das ist schon mal gut. Also der Verbrauch geht an sich. Ich hätte gedacht, das ist mehr, was hier an Weizen verbraucht wird. Hier hat er auch schon wieder einen Streifen nicht genommen. Ich weiß nicht warum. Also irgendwie. Manchmal verstehe ich GPS nicht. Stellst ihn so ein und der macht trotzdem, was er will. GPS, was machst du mit mir? Du bringst mir Ernteverluste ein. Das ist dir wohl bewusst, oder? So, jetzt wieder hier hochquälen. Also hochwärts fahren mag er gar nicht, das merke ich schon. Also da hat er ganz schön zu knabbern, der Gute. Aber es geht leider nicht anders. Ja, hier hat er jetzt, ja genau. Jetzt merkt man das nämlich schon, da drehende Räder. Na komm, na los. Boah. Was würde ich hier für eine Differentialsperre geben? Boah. Also so geht schon mal gar nicht. Wir müssen also doch sehen, dass wir irgendwie so fahren. Das geht vielleicht gerade so, ne? Ups, da war ein kurzer Hakler drin. Schauen wir mal. Jetzt scheint es hier ja zu gehen. Gucken, ob er jetzt hier wieder durchdrehende Räder kriegt an der Stelle. Schön wäre es, wenn es nicht so wäre.
Naja, das ist halt. Ist die Steigung vom Berg. So, kommt der jetzt ohne besser hin? Ja. Da geht das. Also liegt das an der Sämaschine an sich. Dass die einfach doch ein bisschen viel braucht. Ein bisschen viel Power. Die der kleine Traktor nicht kann. Obwohl der schon knapp 200 PS hat. Also die braucht bloß 180, die Sämaschine, und der hat 200 irgendwas. Na gut. Weiß ich auf jeden Fall fürs nächste Mal. Ja. Demnächst, wenn wir ein bisschen Geld wieder eingefahren haben, müssen wir definitiv auf eine andere, auf einen anderen Traktor sparen, beziehungsweise den upgraden, dass der mehr Leistung kriegt. Los, Junge, los, zieh, Mensch. Da kann man auch ganz schnell ja, verzweifeln. Ja, gucken wir mal. Aber so ist das ein ganz anderes, angenehmes Fahren und Zocken. Hoffe ich zumindest, dass es für euch auch angenehm ist. Jetzt, weil ich jetzt nicht alles ja, automatisch machen lasse, beziehungsweise von Curseplay etc., sondern hier auch mal wirklich versuche, so gut ich es halt hinkriege, auch mal manuell ein bisschen zu fahren. Auch wenn das dann doch ein wenig eintönig werden könnte. Aber ich sag mal so, das ist nun mal Landwirtschaft. Was willst du da viel machen? Du kannst halt nicht alles automatisch automatisieren. Es ist einfach nicht möglich. Und ich meine, ja, ich warte nur darauf, bis es mal irgendwann soweit ist. Also ich meine, ja, man so überlegt, was sie so alles schon versuchen, automatisch hinzubauen, wo dann gar keiner mehr da ist, der das dann per Hand bedient, sondern wo dann wirklich bloß noch Computer arbeiten. Nee. Denn ich meine, schon alleine GPS ist ja schon, ist ja auch schon eine Art Erleichterung. Ja, das haben ja, das haben sie ja damals, die damaligen Bauern kennen das ja gar nicht. Die kamen das noch alles früher mit Pferden oder was waren es, nee, Ochsen. Ochsen vors Geschirr gespannt und da ging es los. Ich meine, da haben die Bauern das heute schon gut. Die setzen sich in einen voll klimatisierten Traktor, packen GPS an und ja, gib ihm. Der Rest macht der Traktor selber. Also von daher, da, ja, da haben die es ja eigentlich schon, haben die ja wirklich schon sehr viel gut dabei gemacht. Denke ich jetzt mal, würde ich jetzt so mal behaupten wollen. Ohne jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwas in eine Schublade schieben zu wollen. Weil es war ja früher so, und heutzutage hast du es wirklich, haben sie schon wirklich so viel geändert und gemacht, dass es nicht mehr so schwere Arbeit ist. Ja. So, jetzt bin ich wieder irgendwie sehen, dass ich hier oben noch die 2-3 Bahnen hinkriege. Und dann sind wir hier sogar schon durch. So, was sagt die Uhr? Oh, die Uhr sagt, wir haben sogar noch Zeit. Das ist sehr schön. Da können wir ja sogar noch. Nee, da können wir ja sogar noch ein Feld machen. Ja, das ist aber schön. Muss der Bus mal gucken, welches davon wir jetzt noch einsäen können und welches noch gepflügt werden muss, beziehungsweise gegrubbert. Dann können wir nämlich da noch ein bisschen in der Richtung wieder machen. Ach ja, so. Zack. Da haben wir jetzt schon 2 Felder in einem Tag fertig. Aber sollte eigentlich machbar sein. Theoretisch. So. Oh, da hat er wieder was verlesen. Warum auch immer. Der Gute. Ich muss gerne mal nacharbeiten. Hier aufpassen, nicht, dass ich hier in den Fluss fahre. Das wäre nicht so gesund für den Traktor bzw. die Sämaschine. Weil das mögen die nicht so. Die sind da nicht so und sagen hier, oh ja, ich will mal ein Bad haben. Nee, das ist nicht so toll.
Ja, Sämaschine kann wieder nicht berghoch, das wird nix. Da gibt die Geist auf. So auf die Art. So, jetzt noch einmal hier lang und einmal zurück. Und dann sind wir eigentlich so weit, dass wir. Ja. Dass wir sagen können, okay, das Feld ist bestellt. Ich hoffe mal, dass es auch von den Temperaturen her reicht. Weiß ich gar nicht. Weil da habe ich mich ja noch gar nicht mit befasst, weil es gibt ja mittlerweile auch durch diesen Season Mod die Möglichkeit oder beziehungsweise dieses, dass man gucken muss, was für eine Temperaturen bei was ja was gedeiht beziehungsweise was bei was für Temperaturen was ja anfängt zu keimen. Wie auch im Normalen, ist ja logisch. Bei Minusgraden machen die auch nichts, weil dann sagt die Frucht auch, nö, also nö, will ich nicht. Tut mir leid, mag dich jetzt nicht. Ja, genau wie hier, nö. Traktor sagt nö, möchte ich nicht hoch, tut mir leid. Kriege ich nicht hin, also von daher, nee. Ja, das sind so Sachen. Die muss man berücksichtigen. Ach so, habe ich schon runtergemacht gehabt. So, sehr schön. Na komm, Junge. Die kleine Ecke hier noch. Sehr schön. So. Und zack. B, V und X. Wo? Jetzt müssen wir aber gerade wirklich mal auf die Karte gucken. 5 und 6 ist Weizen. Ja, gut, okay. Also wir müssen jetzt eigentlich noch grubbern. Drei Felder. Gut. Das heißt, wir packen die Sämaschine. Frage ist, komme ich hier? Nee, ich komme hier auch nirgends anders lang. Ja. Okay. Ach ja, gucke mal an, da hinten ist ein Feldweg. Ah, ich bin nur lustig. Ich fahre da hinten wieder in zu Tode, obwohl ich hätte hier auch fahren können. Ja, gut. Ja, gut. Egal, was soll's. Geht schon. So, Feld bestellt. Jetzt holen wir uns den Pflug, beziehungsweise Grubber, den wir ja vorhin wieder weggestellt haben, weil er ja nicht gebraucht wurde. Stelle ich das Ding erstmal irgendwie hier hin, keine Ahnung. Ach, hier kann man tanken, ja, weißt du. Ach so, das muss ja wieder ausgeklappt werden, ne? Da nicht. Ist das auch wieder nicht so gesund? So. Machen wir das so. So, stellen die Sämaschine jetzt mal hier her. Zack. Mit V senken, weil sonst tut er das ja nicht abkuppeln. So. Und weiter geht's im Text. Nehmen wir uns einen Flug. Warum ich immer Flug sage, ich verstehe es nicht. Mann, ich hab's heute mit Flug. Nein, nee, natürlich ein grober. Wollte ich haben. So. Zack. Und dann geht's zum Feld 29. Da musste ich hier vorne raus. Richtig? Ja. Nee. Hä? Doch. Ja, werden wir sehen. Müssen wir mal gleich gucken, wo das nun ist. Aber ich glaube hier raus und dann bloß runterwärts. So, gucken wir mal gleich, ob das dem so ist, wie ich das dachte. Hier raus und dann links, ne? Ja, links, Quatsch, rechts. So, da kommen wir hier auf der Hauptstraße und dann müsste hier ja schon gleich das Feld kommen. Ach ja, hier ist es sogar schon. Haha. Das ist ja cool. Ja gar nicht. Und die sind ja alle bitte gleich nebeneinander, da geht das ja. Und sogar noch relativ klein, von daher. Da haben wir vielleicht sogar kein GPS brauchen. GPS, ja doch, GPS.
Hallo? Ach so, ja. Man sollte es natürlich auch noch senken, sonst funktioniert es ja nicht. So. Ja, das ist aber auch wieder so ein ganz komisch klein geschnittenes Feld, was du mit GPS bzw. mit Crossplay gar nicht gefahren kriegen würdest. Oder, naja, vielleicht schon, aber... Und hier kommt auch wirklich nicht viel Ertrag raus, habe ich das Gefühl, denn bei so kleinen Feldern. Ah, da haben wir die eine Ecke, na gut. Die müssen wir dann da nochmal machen. Die zwei Felder noch einsehen. Ach so, oben müssen wir auch noch machen. Na gut. Jetzt schon. Machen wir erstmal jetzt hier und machen dann da drüben. Und eventuell dann in der nächsten Folge machen wir halt dann dort einsehen. Je nachdem, wie weit wir kommen jetzt. Geflügt ist das schnell. Gegrubbert, ach man. Ja, ihr merkt schon, ich hab's heute mit Flügen und Grubbern. Aber naja, was soll's. Da mache ich mir eigentlich nicht viel raus. Und hier haben wir wieder dieses berühmte nach oben fahren. Aber es geht. Das ist drüben, bei der anderen Dings war das irgendwie steiler, habe ich das Gefühl. Oder es kam mir nur steiler vor, keine Ahnung. So, hier die Ecke gleich mal mitgenommen. So, dann müssen wir jetzt hier irgendwie hier noch was hinzaubern. Müssen wir die Ecke hinkriegen? Ach du Heilige. Ja, geht. Ist aber auch ein bisschen komisch gemacht hier. Das Feld. Was ich das ausgedacht hat, du. Und ich wette mit dir, der Zaun ist, ja, der hat Colli. Alles klar. Alles klar. So. Ja. Nein. Andersrum. So. Ah, da oben haben wir wieder was vergessen. Hier trottelt's. Aber gut. Da muss ich eben nochmal zurückdrücken. Ah, oh, jetzt tut mir schon wieder mein... Ah, nee. Das ist doch schon verlassen. Gut. Oben mit der Danke. So, V, nochmal senken. Nochmal kriegen wir das hier hin. Ja, kriegen wir. Easy going. Zack. So, wenn wir jetzt hier fix die Ecke fertig, wo dann jetzt hier hochkommt mit seinem schweren Geschoss. Geht. Hier hinten müssen wir nochmal einmal über die Ecke, weil da habe ich nicht ganz alles erwischt. Jetzt habe ich aber alles. Weil wir wollen ja den vollen Ertrag. So. Und jetzt muss ich hier irgendwie sehen, dass ich die in den kleinen in Streifen mache. Und dann ist auch schon die Folge zu Ende. Aber was soll's. Dann machen wir dann in der nächsten Folge das zweite Feld noch. Und dann fliegen wir, grubbern wir oben noch. Und sehen die drei schönen Felder noch an. Weil die sind ja hier eigentlich relativ klein, der Flug. Obwohl sie sehr verwinkelt sind und sich schlecht mit GPS einfahren lassen. Das geht einfach nicht. Aber na gut, müssen wir mal gucken. Machen wir hier auch Weizen drauf. Machen wir hier Raps drauf. Ich weiß auch noch nicht, genau. Ich würde mal gucken, was die besten Preise gerade bringt. Aber ich glaube, Raps war ja meistens so das, was eh immer eigentlich gut ging. Wo du auch gut Geld kriegst. Was mir eigentlich aber auch nicht viel bringt im Moment. Was denn dann die Kühe anbetrifft. Weil wenn es an der Kühe geht, muss ich ja dann sehen, dass ich Stroh, Heu und Silage kriege. Ja, müssen wir gucken. Guck mal dann. So, das Feld haben wir fertig.
So, dann stelle ich mich jetzt noch an das andere Feld und dann würde ich erstmal hier die Aufnahme kurz cutten. Und dann in der nächsten Folge machen wir hier Feld 29, nein, falsch, Feld 30. Genau. So. Ja, und damit würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Ja, würde mich über einen positiven Kommentar freuen von euch. Beziehungsweise auch einen Daumen nach oben. Wäre schon schön. Ja, wenn euch die Videos gefallen. Und ansonsten, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und sag schon mal, ciao mit V. So.